Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr hier seid. Und ich steige direkt gleich in das Thema ein und einfach die Frage, wir leben heute in einer Gesellschaft, die eigentlich von Krise zu Problem zu Krise hüpft. Und wir haben zwar viele Vorstellungen, was wir ändern wollen oder was geändert werden sollte, womit wir eher aufhören sollten. Aber was mir eben tatsächlich in den Diskussionen zumeist fehlt, ist eine utopische Vorstellung. Also etwas, wo wir hinwollen und nicht bloß einfach, was sich irgendwie ein bisschen verbessern soll, sondern tatsächlich einen etwas größeren Entwurf. Und das Erste, jedes Mal, sobald wir in die utopische Diskussion kommen und sagen, wie wollen wir miteinander leben, ist nahezu das erste Thema, was kommt, ja, aber die Menschen, mit denen geht es nicht. Entweder ich habe eben ein sehr positives oder sehr negatives Menschenbild oder am besten gleich beides gemischt. Und die Sache ist, wenn ich ein positives Menschenbild habe, dann kann ich erstmal davon ausgehen, ja, wir Menschen sind in der Lage, miteinander vernünftig oder irgendwie in einer Form.
Grundgesetz schon selber ein bisschen eingegrenzt, weil ja das Grundgesetz selber ja auch den Widerstandsparagraphen für uns drin hat, zu sagen, jeder, der versucht, diese Ordnung, und das wäre ja im Endeffekt das Grundgesetz selber, kann sogar mit gewaltsamem Widerstand, beziehungsweise, also es kann zumindest Widerstand gemacht werden, das Gewalt steht da nicht drin, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und nachgelagert haben wir im Strafgesetzbuch nochmal einen expliziten Paragraphen, der Menschen, die tatsächlich Organisationen betreiben sollten, die diese Verfassungsänderung bewirken, dann gleichzeitig 5 Jahre einsperren kann. Also so ganz ist es nicht adäquat zu sagen, okay, wir sind generell verhandlungsbereit für radikale Änderungen. Das heißt, diese Ebene besprechen wir in aller Regel nicht und stehen auch nicht zur Debatte. Und wie möchte ich jetzt vorgehen? Also ich sage ja schon die ganze Zeit, Regierung weg und Staat weg und damit im Endeffekt das gesamte Gewaltmonopol, also mir geht es im Endeffekt nicht um die Regierung selber, sondern mir geht es natürlich um das Konzept des Gewaltmonopols, worüber Menschen, die im staatlichen Auftrag agieren, einfach verfügen dürfen. Und dieses, um eine Gesellschaft zu haben, in der dieses Gewaltmonopol nicht benutzt werden muss und auch nicht als Voraussetzung gegeben wird, zu sagen, naja, Gesellschaft funktioniert nur, wenn ich alle, die nicht mitspielen wollen, gewaltsam einen draufhauen kann und entsprechend verschiedene Mechanismen habe, mit denen ich zwingen kann. Nein, deswegen, für mich ist die ethische Grundlage erstmal eine Freiheitsdefinition. Das Problem ist, ich hatte auch verschiedene Versuche immer wieder gemacht, ja, wie kann ich Freiheit eigentlich greifen, wie kann ich sie definieren, was soll dieser Freiheitsbegriff eigentlich sein? Jeder spielt damit. Und eigentlich ist er vollkommen leer. Das Problem ist, er hat keinen vernünftigen, nachvollziehbaren Inhalt, wo ich sagen kann, also das ist jetzt Freiheit und das nicht. Ich bin dann dazu übergegangen zum Thema selbstbestimmt und fremdbestimmt, weil das sind Kategorien, die lassen sich sehr viel einfacher zuordnen. Tue ich die Dinge jetzt, weil ich sie selbstbestimmt habe, weil ich sie möchte, oder gibt mir jemand anders das vor? Und deswegen, in meiner Freiheitsdefinition sind erstmal alle Handlungen zulässig, die ich verantworten kann. Das sagt erstmal noch nicht genau aus, was es ist, weil ich noch nicht genau definiert habe, was Verantwortung heißt. Und da ist es auch wieder eben die Definition von Verantwortung anders als das, was wir heute haben. Heute haben wir normalerweise das Konzept, dass wir Menschen verantwortlich machen. Das heißt, wir gehen her und sagen, du hast das gemacht, dafür bist du verantwortlich und jetzt musst du bestraft werden oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben immer wieder dieses Gewaltmonopol, was irgendwo Verantwortung zuordnet und dann Strafen verteilt. Und genau da möchte ich weg und zu sagen, nein, es geht darum, verantwortlich zu handeln. Das heißt, die Verantwortung kommt aus mir und ich sage, eine Handlung, die ich tätige, damit ich verantwortlich handle, heißt, wenn ich irgendwas kaputt mache, dann bringe ich das wieder in Ordnung. Und zwar nur, wenn ich es auch so in Ordnung bringen kann, dass derjenige, dessen Gegenstand da kaputt gemacht worden ist, also bei Gegenständen funktioniert das in aller Regel, der hat dann einen Gegenstand, der wieder funktioniert, alles in Ordnung ist, alles heil, entweder neu gebaut, repariert, wie auch immer. Und der sagt, ja, okay, ich sehe gar nicht, dass da was kaputt war, ist okay, hast es vollständig wieder in Ordnung gebracht. Das ist, also dann habe ich verantwortlich gehandelt. Wenn ich sage, okay, das kriege ich nicht wieder in Ordnung, deinen Blumentopf mit der Pflanze drin, die Pflanze ist leider hinüber, also da kann ich dir das nur wieder gut machen, dann war das kein verantwortliches Handeln. Weil wenn ich irgendwas gemacht habe, wo klar wird, also hier in deinem Vorgarten, dann will ich jetzt irgendwas bauen, ich muss da mal mit einer Maschine durch, ich passe auf, dass der Pflanze nichts passiert, hat nicht geklappt, dann musste ich ihm das vorher sagen, bevor ich da durch den Vorgarten durchflüge und sage, also da ist ein Risiko da, das kann ich nicht in Ordnung bringen, da kann ich nicht verantwortlich handeln, ich werde hier unverantwortlich handeln. Bist du damit einverstanden, weil ich muss vielleicht irgendwas für ihn dann trotzdem da noch erledigen und dann muss ich sagen, ja okay, geh mal das Risiko ein und dann machen wir das. Dann sind wir uns einig geworden, dass wir unverantwortlich handeln und das tun wir an ganz, ganz vielen Stellen, weil wir, noch ein Stück zu weit, wir können einfach ganz, ganz wenige Dinge wirklich wieder in Ordnung bringen. Das merken wir im Endeffekt tagtäglich. Das beginnt bei Worten, die wir fallen lassen, die jemanden schockieren oder in irgendeiner Form von uns wegbringen, was sich nur sehr schwer wieder in Ordnung bringen lässt. Und wie gesagt, mechanische Gegenstände lassen sich in der Regel reparieren, austauschen, erneuern. Sobald es um Leben geht,
haben wir diese Möglichkeiten eigentlich obsolet. Das heißt, alle Handlungen, die Auswirkungen auf Lebewesen haben von uns, sind eigentlich tendenziell immer unverantwortbar. Und das heißt, alle Betroffenen müssen im Vorfeld gefragt werden und abgestimmt werden, ob wir bereit sind, diese Risiken einzugehen. Das ist eben ein ganz anderer Umgang mit Entscheidungselementen, zu sagen, wenn Leben betroffen ist, müssen zumindest alle, die direkt abstimmen können, die sich äußern können, Menschen dann in Stellvertretung auch für andere Lebewesen. Wenn wir Wälder roden wollen, dann müssen wir darüber reden, was für Konsequenzen das hat und ob das wirklich eine sinnvolle Handlung ist. Und dass eben keiner mehr einfach sagen kann, das wird jetzt gemacht, weil ich das festlegen kann, weil ich die Machtbefugnisse dazu habe. Diese Strukturen würden dann eben wegfallen. Und deswegen der Übergang. Natürlich von dem jetzigen Status quo, wir springen nicht einfach in die Utopie, sowas funktioniert nicht. Es geht auch nicht darum, erst den Menschen zu sozusagen in der falschen Welt zu erschaffen, der dann in der Utopie funktioniert, sondern eigentlich ist es ein fließender Übergang, ein fließender Wechsel. Und ein Element für diese utopische Gesellschaft ist mein Konzept der Delegiertenräte. Das heißt, das beginnt letztlich auf drei Ebenen und die globale Ebene, jeder, der sich dann anmeldet, es gibt dann, wir haben ja die Möglichkeiten, heute uns inzwischen digital zu kommunizieren. Das heißt, wir können einfach eine erste Plattform entwerfen, die dann dort für jeden die Registrierung ermöglicht. Und dann gibt es einen globalen Delegiertenrat als allererstes, wo jeder Mensch automatisch zugeordnet ist. Das heißt, jeder Mensch kann dort reingehen, erstmal als Wähler und kann sich natürlich auch als Delegierter zur Wahl stellen. Es gibt da keine Beschränkung in irgendeiner Form, wer sich als Delegierter definiert. Und dieser globale Delegiertenrat hat die Möglichkeit, 10.000 Delegierte sozusagen, das ist die maximale Größe. Entsprechend ist umgekehrt dann, ich brauche ein Zehntausendstel der Stimmen, die sich dann in diesem Konglomerat, auf dieser Webseite, auf dieser Plattform registriert haben, ein Zehntausendstel der Stimmen, damit ich das Mandat offiziell erhalte. Vorher bin ich im Endeffekt Kandidat, sobald ich ein Zehntausendstel der beteiligten Stimmen habe, bin ich offiziell Delegierter. Und was heißt das dann? Der Unterschied ist, diese ganzen Delegiertenräte funktionieren nicht mehr auf der Machtbasis, die heutige Parlamente haben. Meine Vorstellung davon ist, so ein Delegiertenrat ist ein reines Projektparlament. Das heißt, das Einzige, was sie dann machen können, ist sich hinsetzen und sich ein Projekt überlegen. Irgendetwas, was sie erschaffen wollen, Kindergarten, Schule, irgendein Objekt, irgendeine freien öffentlichen Nahverkehr, wenn sie das organisieren wollen, oder auch auf größerer Ebene, dass sie große Gebiete zum Beispiel zum Naturschutzgebiet umwidmen wollen. All diese Projekte, sie können im Endeffekt nur positive Projekte machen, weil sie können keine Verbote erlassen, weil Verbote funktionieren in dieser Welt ja nicht, weil wir haben ja dann kein Gewaltmonopol mehr, mit dem sich Verbote durchsetzen lassen. Das heißt, ich kann nur Motivationsprojekte machen, um bestimmte Dinge zu ändern. Aber die Delegierten können auch nicht über Ressourcen oder finanzielle Mittel verfügen. Das heißt, nachdem so ein Delegierter so eine Projektidee hat und sich dann, also die Voraussetzung ist, damit er dieses Projekt in eine Finanzierungsrunde bringen kann, ist, dass er noch mit einem zweiten Delegierten zusammenarbeitet. Das heißt, dieses Delegiertenparlament entscheidet nicht über Mehrheiten, weil es hat ja nichts zu entscheiden, sondern es plant. Und wenn die Planung soweit abgeschlossen ist, geht es in die Finanzierungsphase und das ist ein ganz einfaches Crowdfunding-System. Und wir wiederum als Menschen global sind diejenigen, die dieses System oder diese Projekte, die dann dort vorkommen, finanzieren. Und zwar vollkommen freiwillig, weil entweder wir geben dann das Geld rein oder diese Projekte finden halt nicht statt. Das heißt, neben der Aktivierung von Delegierten, die letztlich nichts anderes sind als unsere Lobbyisten, denen wir auch dann letztlich Geld zur Verfügung stellen müssen in unserem Interesse, die dann die Projekte erstellen. Und dann der letzte Test dafür, ob es genug Menschen gibt, die Interesse haben, dass diese Dinge geschehen, dann müssen wir es auch noch finanzieren. Das heißt, wir müssen ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit diese Dinge passieren und dann natürlich auch machen. So, und neben diesem globalen Ebene gibt es natürlich noch zwei andere Ebenen. Das überregionale, das könnte, solange es halt noch die Staaten gibt, könnte es erstmal die Staaten duplizieren. Das heißt, dass es einen Delegiertenrat für das Gebiet von Deutschland gibt. Später kann das sich auch für Europa oder kleinere Teile von Europa zusammenfinden. Es können sich auch verschiedene Gruppen, Themen, zum Beispiel, wenn
jemand vegetarische Lebensweise vorantreiben möchte, kann sich einfach sozusagen der Delegiertenrat der Veganer oder sowas zusammenfinden. Und die können dann ihre Interessen, und dann beschäftigen sich halt Delegierten, die dort drin sind, allein mit dem Thema, wie können wir die Welt in diese Richtung verändern? Welche Ideen können wir da umsetzen? Also die Delegiertenräte überregional und regional können sich auch beliebig überlappen. Und regional sind dann eher für ganz kleine Strukturen, Städte, Bamberg. Mit den kleinen 100.000 müsste es, glaube ich, für Bamberg noch hinkommen. Oder wie viele Einwohner hat Bamberg aktuell so? Hat das 80.000, genau. Also es würde noch ein ganzer regionaler ausreichen. Aber das ist natürlich auch mehrere stadtteilsbezogene, je nachdem, was man halt für Themen hat und wie groß die Auswirkungen für diese einzelnen Räte sein sollen. Und was ich noch reingeschrieben habe: die Wahlen finden nicht mehr so statt wie heute. Also nicht mehr irgendwie alle 4 oder 5 Jahre, wo wir aufgerufen sind zu wählen, sondern sobald ich mich da anmelde, habe ich gleich die Möglichkeit, eben in dem globalen Delegiertenrat irgendeine Stimme zu vergeben. Und die ist dann erstmal für 180 Tage gesperrt. Dann kann ich die nicht verändern. Aber auf der globalen Ebene ist nach 180 Tagen dann sagen, der hat echt nur Blödsinn erzählt, der hat leere Versprechungen gemacht, der macht überhaupt nicht das, was er versprochen hat zu tun. Dann kann ich ihm die Stimme entziehen und entweder dann neu vergeben oder auch einfach weglassen. Das heißt, wenn ich nicht will, dass in meinem Namen irgendwelche Dinge gemacht werden, dann gebe ich meine Stimme halt gar keinem. Also, und dann ist es auch okay, weil je nach Ebene braucht der zwar eine bestimmte Zahl der möglichen Mitglieder, aber ich muss auch nicht mal dann für die überregionalen und regionalen, muss ich nicht mal Mitglied werden. Ich muss mich da überhaupt nicht registrieren, ich kann dieses System einfach komplett ignorieren. Und der Vorteil ist nämlich, da dieses System ja nur positive Projekte machen kann, kann mir keiner, so wie vorher mit der reziproken Freiheit, irgendwelche Lasten auferlegen, gegen die ich mich ständig zur Wehr setzen muss. Wir haben ja heute, da wird dieses Gesetz kommen, jenes Gesetz, an allen möglichen Dingen wird geschraubt und ständig sind Leute auf der Straße und sagen, wir wollen das aber nicht, wir wollen nicht, dass ihr uns diese Sachen vorgibt. Diese Gefahr besteht im Konzept der Delegiertenräte eben nicht. Das heißt, ich kann ganz entspannt leben. Und wenn jemand meint, es würde ein mögliches Problem für mich auftreten, dann müssen die zu mir kommen. Sie müssen mit mir reden, bevor sie mir Lasten auferlegen wollen und mich davon überzeugen, ja, wie wäre das jetzt? Also von wegen, wir wollen doch noch irgendwelche Ressourcen aus der Erde holen und jetzt muss doch irgendein Haus abgerissen werden. Also wie viel müssen wir dir bezahlen, damit du freiwillig bereit bist, dass wir dieses Haus übernehmen können und halt abreißen können. Und nicht so von wegen, wir enteignen dich, sieh zu, wie du zurechtkommst. Oder in anderen Ländern ist es ja noch kritischer, da so nach dem Motto, wenn China einen neuen Wasserdamm baut, dann sagst du halt, also hier, ab nächste Woche fließt hier das Wasser rein, oder wenn ihr da nicht abbaut, habt ihr ein Problem. Aber also solche Geschichten werden sozusagen rein wegen der ethischen Grundlage zu sagen, das ist nicht zulässig. Natürlich ist die Frage, wie machen wir das, dass das klappt? Und ein Element ist, wenn wir das jetzt von heute, eben von den heutigen Strukturen, den heutigen Systemen, in denen wir leben, und vor allen Dingen auch die Vermögensverteilung, die dort relevant ist, haben wir das Problem, dann würden sich sofort diejenigen, die heute über viel Vermögen haben, würden einfach in die Rolle dieser Machtposition stemmen. Und die könnten dann ihre 2, 3 Delegierten haben und würden dann einfach da das Geld reinbuttern und könnten halt sehr viel mehr entscheiden, als die Masse an Menschen heute entscheiden kann, weil sie eben nicht mal über finanzielle Mittel verfügt, um letztlich in diesem Crowdfunding-Phase irgendwas Sinnvolles zu tun. Es wäre zwar nicht mehr sozusagen das Gegeneinander ohne weiteres möglich, dass man irgendwelche Leute etwas aufzwingt, aber trotzdem, damit wir eben aus dieser heutigen Vermögensfalle rauskommen, dieser Ungleichheit, ist der zweite Baustein eben, das ist Gleichgewichtsgeld. Das Gleichgewichtsgeld hat automatisch so etwas wie ein Grundeinkommen. Es hat einen anderen Ansatz, weil die erste Regel ist, die Geldschöpfung funktioniert als positives Guthaben und das ist der Grundeinkommensteil. Das heißt, jeder Mensch, der lebt, bekommt monatlich oder täglich halt, je nachdem wie die Auszahlungsrate ist, aber er bekommt monatlich ein Grundeinkommen und das in der maximal, ich verwende hier die Bezeichnung Kredere, also maximal 1.000 Kredere, was von der Zielgröße eigentlich dem Euro Kaufkraft entsprechen sollte, wobei man nicht sagen kann, wie das in 5 Jahren aussieht, weil der Euro ja gerade ein bisschen in der Inflation gestiegen ist. Deswegen, da komme ich gleich nochmal dazu, wie das dann mit der Geldmenge und der Kaufkraft wahrscheinlich aussieht und was da noch für Hebel sind und ob man das wirklich auf der Geldseite lösen kann. Auf jeden Fall
Wir bekommen dann das Geld. Die Kreditgeldschöpfung ist verboten. Das heißt, es kann keine Institution mehr geben, die sich allein dadurch bevorteilt, dass sie in der Lage ist, Geld aus dem Nichts zu schöpfen. Also ich weiß nicht, wie gut ihr bereits die Information habt, wie natürlich Geld entsteht. Natürlich, es wird aus dem Nichts geschöpft. Es hat keinen Gegenwert in dem Moment, wo es entsteht. Es kann sein, dass in der Folge ein Gegenwert geschaffen wird, je nachdem, wofür und wo es eingesetzt wird. Aber es gibt eine sehr kleine Gruppe von Institutionen. Das sind diejenigen Banken mit Vollbanklizenz, die dieses Recht zum Kreditschöpfen eben durch den Staat erhalten. Und genau das würde wegfallen. Es gäbe diese Instanz nicht mehr. Und die zweite Regel, das ist dann die relevante Regel, um die Vermögensungleichheit zu nivellieren. Das heißt, das Geld wird einfach wieder gelöscht. Das heißt, das Geld ist ja eigentlich nur für uns ein Kommunikationsmittel, um auf einfache Art und Weise gewisse Güteraustausche herzustellen. So mal ganz abstrakt. Wertaufbewahrung ist im Endeffekt Quatsch, weil Geld, da ist kein Wert drin. Das ist einfach nur in dem Fall, wenn wir noch ein bisschen materiell haben, ist es ein Stück Papier. In der Regel ist das meiste Geld heute im Endeffekt nur ein paar digitale Zahlen. Schmeiße ich den Computer weg, auf dem das Zeug gespeichert ist, ist das Zeug auch weg. Und deswegen, also da irgendwie zu viel dran zu hängen von Wert und so weiter, das hat dann mit sehr viel Fantasie zu tun. Also ich würde mir wünschen, dass die Fantasie, die ins Geldsystem gesteckt wird, darin gesteckt wird, eben Utopien zu entwickeln, einfach um unsere Lebenssituation zu verbessern. Also und deswegen die Löschquote von 12% im Jahr, 1% im Monat, einfach damit dieses Geld wieder verschwindet und damit zum einen direkt spürbar wird, dass das nichts ist und da auch wieder hin verschwindet und eben einfach damit auch genau den gegenteiligen Effekt, den wir heute kennen als Zinseszinseffekt, wenn man Vermögen hinlegt und dann eben das nach Möglichkeit schön weiter wächst, macht die Geldlöschung genau das Gegenteil. Sie ist sowohl das Gegengewicht zum Zinseszinseffekt, weil der Gleichgewichtszins, der sich dann bilden kann, liegt letztlich unter Null. Das heißt, Kapitalvermögen wächst nicht mehr automatisch. Und im Gegenteil, ich kann sogar dann Projekte finanzieren, die die Möglichkeit haben, mit einer Rendite von -5%. Das heißt, sie machen 5% Verlust im Jahr, sind aber trotzdem kostendeckend, also bis auf die -5%, und sind sogar in der Lage, dann dieses Geld, mit dem sie unterstützt wurden, mit dem sie halt als Startkapital ausgestattet wurden, zurückzuzahlen, obwohl sie keine Überschüsse produzieren. Und das ist sozusagen die Grundhaltung. Und wie gesagt, die Maximalmenge ist 1.000. Und da das ja für mich ein utopischer Übergang, der nicht mit einem harten Knall oder sonst irgendwas passieren soll, sondern ein sanfter Übergang. Das heißt, wir fangen möglichst mit 100 im Monat an, damit die Ersten, die bereit sind, sowas mal auszuprobieren, da mitzuspielen und zu gucken, ob sie ein paar Unternehmen in ihrer Stadt finden. Weil das natürlich, das Gleichgewichtsgeld lebt dann in einer Welt, in der es kein Staatsmonopol mehr gibt, das eine Geldordnung durchsetzen kann. Das heißt, alle Währungen, die dann irgendwann noch existieren, wenn die Staaten weg sind, sind freiwillige Währungen. So wie heute wir ganz und die Auswahl haben unter ganz, ganz vielen Kryptowährungen, ist im Endeffekt Credere nur eine, aber das ganze Thema Krypto interessiert mich halt an der Stelle nicht. Aus verschiedenen Gründen, dass es mir nicht so wichtig ist, ob jetzt diese ganzen Konten jederzeit irgendwie offen liegen und jede Einzeltransaktion für alle sichtbar ist, auch wenn sie anonym oder pseudo-anonym oder sonst irgendwas sind, sondern da geht es mir eher um einfache Effizienz und genug Transparenz zu schaffen, dass man eben genug Glaubwürdigkeit hat, zu sagen, also wir schöpfen da tatsächlich das Geld nur für die Menschen, die bei uns mitmachen und wir schöpfen eben nicht einfach Geld für irgendwas. Das muss man dann schauen, wie in dem Fall ich oder wer auch immer dann bereit ist, dieses Geldsystem tatsächlich zu betreiben, diese Transparenz herstellt oder Glaubwürdigkeit bekommt. Auf jeden Fall hier nochmal eine Grafik, wie sich das Ganze dann auswirkt. Mal angenommen, also ganz angefangen bei dem kleinen Balken. Eben jeden Monat, sozusagen am Monatsersten, kommen die 1.000 Credere. Entweder ich habe was ich kaufen will oder wofür ich das Geld benötige. Selbst in dem Fall, wenn ich es nicht ausgebe, dann verschwindet halt 1% bis zum Monatsende, sind halt einfach dann 10 Credere, haben sich in Luft aufgelöst, die sind wieder im digitalen Nirvana verschwunden. Dafür bekomme ich im Endeffekt im nächsten Monat eben wieder die 1.000 drauf und dann wiederholt sich das Spiel, dass eben dann die 1990 in dem Fall verschwunden sind. Und irgendwann, nach ganz, ganz, ganz vielen Monaten, komme ich auf den Punkt, wo ich sage, ja, es gibt jetzt 100.000 Credere pro Mensch. Das heißt, egal,
also wenn wir zunehmen, wenn wir abnehmen und so weiter, dann wird es ein bisschen mehr als gesamte Geldmenge, aber letztlich pro Kopf bleibt die Geldmenge dann ziemlich stabil bei 100.000. Um das ein bisschen einordnen zu können, was heißt denn 100.000 Euro, also 100.000 Kredere pro Kopf? Der Vergleich einmal, wenn wir uns die Vermögensverteilung anschauen, die wenigsten Menschen haben so viel Geld überhaupt als Sparvermögen oder überhaupt als Vermögen. Das heißt, wir in der Größenordnung wahrscheinlich 30-50% hätten damit schon erheblich mehr, wenn sie nur diese 100.000 insgesamt hätten. Und die Geldmenge insgesamt haben wir aktuell die Größenordnung, wir liegen jetzt mit dem Bargeld zusammen für die deutschen Anteil der Geldmenge am Euro bei 4,3 Billionen Euro. Und das ist etwa die Hälfte der Geldmenge, wenn jeder Mensch in Deutschland etwa, also 82 Millionen mal 100.000, da wäre ich im Endeffekt bei über 8,2 Billionen. Also wir sind aktuell etwa 50-50, was die Geldmenge angeht. Wenn wir jetzt von der Inflationsrate, die eigentlich sein soll von 2%, dann würde es 35 Jahre dauern, bis sich das nochmal verdoppelt. Aber die Geldmenge wächst prinzipiell schneller. Das Zielgröße für das Geldmengenwachstum liegt bei 4,5%. Das heißt, in spätestens 16-17 Jahren werden wir dann sowieso bei dem Punkt, wo im Endeffekt die maximale Geldmenge bei Kredere läge. Der Unterschied bei Kredere ist eben, es nimmt dann nicht mehr zu, während natürlich beim Euro der exponentielle Verlauf weitergeht, weil 4,5% Wachstum bleibt 4,5% Wachstum. Und das würde sich dann eben wieder nach 17 Jahren verdoppeln. Wie sich das genau auf die Kaufkraft auswirkt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Je nachdem, ob ihr Interesse habt, da zu diskutieren oder euch die Themen interessieren, kann ich da auch gerne noch mal tiefer einsteigen. Das aber soweit erstmal für die beiden wichtigsten Bausteine, was die Struktur für diese Gesellschaft ausgeben soll, in der wir ja, frei und verantwortlich miteinander leben. Und jetzt, weil der Kernpunkt für mich ist ja, wie schlimm findet ihr die Idee? Wie attraktiv findet ihr die Idee? Oder was auch immer euch gerade so, platzt euch gerade der Kopf so von, nein, um Gottes Willen. Oder ja, cool. Also jetzt seid ihr gefragt, Meinung, Äußerung, was sagt ihr dazu? Habt ihr ein Mikro oder? Ah ja, kommt. Jemand? Ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr irgendein Thema noch vertieft haben wollt, wie bestimmte Sachen im Detail oder welche Gedanken ich habe, wie bestimmte Sachen gelöst werden sollen. Oder halt einfach eure Meinung äußern. Würdet ihr in dieser Welt leben wollen? Ohne Staat, aber ohne Gewaltinstitut, die euch beschützt oder auch nicht beschützt? Ja, okay, ein Ja. Ja? Kannst du mit Mikro, es kommt. Angenommen, ich habe jetzt 1.000 Kredere, habe alles schon ausgegeben, die Waschmaschine geht kaputt. Was mache ich dann? Also du meinst innerhalb des Monats? Genau. Also wenn du im Endeffekt mehr brauchst, dann wirst du wahrscheinlich eine Tätigkeit nachgehen müssen, für die du wiederum bezahlt wirst. Weil es gibt keine Instanz, die dir erstmal mehr geben kann, aber es kann natürlich auch darüber hinaus wiederum Organisationen geben, die noch auch so ein weiteres Geld verteilen. Okay. Noch jemand? Traut euch ruhig. Wenn ich das jetzt mit der jetzigen Situation vergleiche und ich nehme mal an, Besitz in Form von Immobilien und so wird es weitergeben. Wie soll ich, also im Moment sind die Hauspreise in Würzburg, wo ich herkomme, so ungefähr bei 600.000 bis 800.000 Euro, je nach Lage. Wenn mein Geld jeden Monat an Wert verliert, wie soll man sich je, also dann wird es ja für Leute, die nicht so viel Geld verdienen, noch schwerer, auf sowas hinzusparen. Da kommen mehrere Punkte zusammen. Erstmal, es gibt in einer solchen Gesellschaft diese Eigentumsordnung, die das heute überhaupt ermöglicht, nicht mehr.
Das heißt, das, was wir heute mit Eigentum an Grund und Boden verbinden, letztlich diese Struktur, die wir so für, ich weiß nicht, ob wir uns daran gewöhnt haben oder ob wir sie tatsächlich für normal halten, die kann es in dieser Gesellschaft nicht geben, weil es gibt keine Instanz, die im Endeffekt dieses Eigentumsrecht durchsetzt. Das heißt, das ist erstmal die erste Ebene, wo sich Sachen verschieben. Natürlich, also wie gesagt, das ist ein langer oder ein längerer Übergang, das ist nicht von heute auf morgen da. Aber das heißt, im Übergang ist für mich das Ziel, dass möglichst viel Grund und Boden schon mal aus der Bodenspekulation rausgekauft wird. Und dadurch hast du einen Baustein, dass diese absurden Preise, dass im Endeffekt sehr, sehr viele Menschen ausgeschlossen werden, einen vernünftigen Wohnraum zu haben, wird sozusagen von der Seite angeknabbert. Das Zweite ist, dass eben das Thema der Kapitalerträge selber ja schon angegriffen wird. Dass für Wohnungen entsprechende Gelder bezahlt werden, ist ja wiederum eine Folge des Gesamtsystems. Also es braucht sehr viel Gewalt, dass diese Strukturen aufrechterhalten werden können. Und für mich ist halt der Ansatz, genau mit dieser Gewaltebene aufzuheben. Und deswegen wirst du einfach keine 800.000 oder 900.000 Euro ansparen müssen, um dir heute irgendwie ein Einfamilienhausgrundstück zu machen, sondern die Regeln werden in Zukunft anders ablaufen, wie Menschen Zugang zu diesen Grundstücken und Gebäuden bekommen, soweit es überhaupt sinnvoll ist. Also ich persönlich bin ein sehr großer, also mir gefallen diese ganzen Einfamilienhaussiedlungen überhaupt nicht, weil die sind so eine Platzverschwendung, weil die für eben sehr, sehr kleine Gruppen an Personen sehr, sehr viel Land beanspruchen. Das heißt, ich finde eher solche Konzepte interessanter, wo tatsächlich mit auch viel Wohnraum in größeren Blöcken gewohnt wird und man sehr viel frei zugängliche Natur hat. Von mir aus aber auch Bereiche, wo eben gemeinschaftlich dann Landwirtschaft auch in kleineren, so wie Solarwies und sowas betrieben wird oder dass halt diese Strukturen besser vernetzen und vor allen Dingen aber eben insgesamt eine offene Struktur ist. Das ist aber mit unseren heutigen Eigentumsmechanismen und der Art und Weise, wie wir da trainiert werden, so ein Eigenheim als Ziel zu haben, ich glaube, da braucht es noch viel inhaltliche Veränderung, was die Menschen einfach als Ziel für sich im Leben definieren. Antwortet das so ein bisschen oder willst du noch was Genaueres? Na, dann stellt sich natürlich die Anschlussfrage, wenn du auf die Art drangehen willst, wie reflektiert man dann die verschiedenen Bedürfnisse? Also zum Beispiel, manchen Menschen ist viel Platz wichtig, weil sie 5 Kinder haben. Manchen Leuten ist viel Platz wichtig, weil sie einfach nur Raum brauchen, um ihre Hobbys auszuführen. Andere Menschen brauchen weniger Platz, wollen dafür aber einen Whirlpool oder eine Sauna haben. Wie würde sich das in unserer momentanen Grundordnung ist es relativ einfach. Du hast entweder das Geld dafür und kannst es dir leisten oder nicht. Und kannst dann eben einfach durch dein Geld priorisieren, wofür du das ausgeben willst. Mhm. Wenn du sagst, dass das Wohneigentum auf eine andere Art und Weise zugeteilt werden muss, oder auch nicht mal Eigentum, sondern auch Miete, ist ja egal. Wie funktioniert das dann? Wie stellst du sicher, dass du mit dem, was du konzipierst, auch wirklich die Bedürfnisse der Leute abholst und eben nicht nach irgendeinem Prototyp Dinge erstellt, die eigentlich gar keinen Bedarf haben? Also die erste klare und ehrliche Antwort, ich stelle das überhaupt nicht sicher. Weil ich will ja gerade aus einem System raus, in dem Gewalt keine Option mehr ist. Und sicherstellen heißt immer, ich brauche etwas, womit ich Leute zwingen kann zu einer bestimmten Verhaltensweise oder Nichtverhaltensweise. Das heißt, für mich ist der Punkt zu sagen, Leute dahin zu bringen, miteinander auf eine gewaltfreie Art, für mich ist da das Vorbild so ein bisschen die gewaltfreie Kommunikation, erstmal zu lernen, umzugehen, eine Bedürfnissprache sowohl selber zu entwickeln, das heißt, dass wir überhaupt wieder klar darüber sind, was unsere wirklichen Bedürfnisse sind und nicht, was uns als Konsum angetragen wird. Das sind Bausteine, die nach und nach ein Teil davon sein sollen. Und dann geht es darum, sozusagen die einzelnen Flecken Erde, wo die Menschen leben. Das heißt, die Gruppen, die dort leben, entscheiden, wie diese Zuteilung ist. Und das heißt, diese Zuteilung ist aber eben auch nicht einfach, nicht in der Vorstellung von wegen, die 20 sind jetzt da und die entscheiden jetzt alleine darüber und können andere ausschließen oder nicht, sondern auch das ist wieder ein Prozess. Zum einen ist für mich da das Thema nicht Mehrheitsabstimmung, sondern das Konsensprinzip. Das heißt, die Menschen einigen sich.
Das ist heute, denke ich, sehr, sehr schwer vorstellbar, weil wir es gewohnt sind, dass wir einfach überstimmt werden und dann leer ausgehen, dass solche Mechanismen funktionieren. Und ich denke, der Erfahrungsraum erstmal zu bekommen, wie Konsens funktionieren kann, auch in größeren Gruppen, nicht nur mit 10 oder 20, sondern mit 100, mit Zehntausenden Leuten, die zu einer gemeinsamen Einigung finden. Das heißt nicht, dass alle damit glücklich sein müssen, aber dass alle eben in einem Konsens gibt es ja das Vetomittel. Das heißt, mit Veto kann ich sagen, auf keinen Fall. Und dass wir zumindest alle bereit sind, auf einen Nenner zu kommen, dass alle diese Idee so weit mittragen, zu sagen, okay, ich kann danach was schrauben. Das heißt, ich kann keine befriedigende Antwort liefern, weil ich kann nicht sagen, mach das so oder so. Sondern ich kann nur sagen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, die wir ja noch an unterschiedlichsten Stellen schon ausprobiert oder wurden schon ausprobiert. Und die einfach den Menschen zu vermitteln, zu sagen, es gibt da sehr viel mehr, die mit weniger Gewalt, aber natürlich sehr viel Achtsamkeit. Und das ist ein Übungsprozess. Den kann ich nicht vorwegnehmen und den kann ich auch nicht aufzwingen, den kann ich auch nicht wegnehmen. Aber das ist in der Utopie das Ziel, zu sagen, dass die Menschen mit sich achtsam umgehen und dann der Aushandlungsprozess in letzter Konsequenz wird es sein, dass die Gruppe wahrscheinlich entscheidet, okay, ob nach wirtschaftlichen Vorteilen, sozialen Vorteilen, vielleicht Belohnungen, weil bestimmte Menschen dieses oder jenes, was die Menschen dann jeweils finden und wie diese einzelnen Kollektive zum Beispiel dann funktionieren, das ist etwas, was ich auf keinen Fall vorgeben werde. Die einzige Vorgabe von außen ist, keine Gewalt. Ihr dürft niemanden zwingen. Auch das kann ich nicht durchsetzen, das ist nur die ethische Grundlage, die nicht ich als Person durchsetzen kann, aber von der ich sage, das ist das Ziel. Wenn jemand Gewalt anwendet, ist jeder berufen, dieser Gewalt zu begegnen. Ob er dann wiederum Gewalt anwendet oder nicht. Also die Sache ist, ich kann keine Verbote machen, ich habe es auch nicht vor. Aber dieses Prinzip zu sagen, okay, das ist der Wunsch, ich werde jetzt nicht aktiv werden, um diese Gewalt zu machen, aber ich hoffe, dass es genug Menschen gibt, die trotz der Einschränkung keine Gewalt sagen, okay, an der Stelle bin ich trotzdem bereit, jetzt gewalttätig zu werden, weil ich sehe gerade keine andere Möglichkeit. Aber dass wir so viele Möglichkeiten lernen, dass es gewaltfrei geht. Mehr kann ich da im Moment sozusagen auch nicht lösen. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, worauf ich irgendwie oder mein Gehirn irgendwie gerade kommt. Wenn es keine Machtinstanz gibt, die irgendwas regelt, habe ich immer direkt so die Befürchtung, dass dann irgendwie sich irgendwelche anderen alternativen Strukturen rausbilden, irgendwelche Clans. Also wenn man es jetzt mal ganz extrem macht, ist da irgendwie so ein Mad Max irgendwie Ding dann irgendwie gleich drin. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr, sehr hoch, dass sich irgendwelche Strukturen herausbilden würden, die im Zweifelsfall sehr viel ekelhafter sind als das, was gerade existiert? Gut, im Endeffekt, ich habe ja schon gesagt, ich kann es nicht erzwingen. Das ist das, womit ich sozusagen eingestiegen bin, das Thema des Menschenbildes. Ich bin sehr überzeugt, nicht, dass wir Menschen automatisch gut sind, aber dass wir Menschen ziemlich offen sind in der Form, wie wir uns verhalten. Das heißt, wir werden nicht mit asozialen Verhalten geboren, genauso wie wir nicht mit sozialen Verhalten geboren werden, sondern wir können geprägt werden. Und für mich ist die Überzeugung, je gewaltfreier wir aufwachsen oder halt zumindest eben Methoden lernen, die bedürfnisorientiert, die sozial orientiert sind, dass wir solche Methoden überwinden können. Natürlich lässt sich nicht verhindern, dass es solche Clanbildungen gibt. Ich glaube nur, dass sie unwahrscheinlicher werden, je weniger Gewalt wir im Leben erleben. Also diese Abgrenzung, vor allen Dingen Clans sind ja auch deswegen sozusagen als Konzept interessant, weil man zu knappe Ressourcen hat, die man versucht gegenüber anderen abzugrenzen und sich einen Vorteil zu erlangen. Und ich glaube, dass wir durchaus in der Lage sind, in einer erheblichen Fülle zu leben, in einer sehr viel größeren Fülle, als wir heute haben tatsächlich, ohne dabei den Planeten oder zwei Planeten kaputt machen zu müssen. Also das heißt, dass wir mit weniger sehr viel glücklicher und sehr viel auskommen. Aber das ist halt eben, das ist die Frage, auf welche Utopie bin ich bereit, mich einzulassen? Und wenn ich natürlich sowieso erwarte, dass der Mensch zur dystopischen Ausprägung neigt, dann komme ich im Endeffekt mit jeder Utopie-Idee in der Dystopie an. Aber wie gesagt, das Problem kann ich nicht lösen, wie du schon gesagt hast, hatte ich ja schon ausgeführt. Das heißt, für mich ist es einfach nur zu sagen, die Menschen zu überzeugen und mitzunehmen und ihnen
Methoden oder Beispiele an die Hand zu geben, zu denken, siehst du, es geht, also es ist möglich. Du musst nicht darauf vertrauen, sondern du sollst nicht morgen abstimmen, dass wir das anders machen, sondern ich und hoffentlich auch viele andere werden Schritt für Schritt Möglichkeiten eröffnen, indem du diesen Erfahrungsraum hoffentlich immer größer machen kannst und dass wir dann die Menschen nicht überzeugen, nicht nur überzeugen, sondern sie tatsächlich erlebbar machen. Also im Endeffekt die Utopie im Schritt für Schritt erlebbar machen und nicht, ja, mehr ist sozusagen nicht sinnvoll aus meiner Sicht dann. Auf mich wirkt das jetzt so, als würde dieses ganze System mit dem Gleichgewichtsgeld nur dann fair funktionieren, wenn die Ressourcen, die wir haben, halbwegs fair verteilt sind. Und das sind sie nun mal derzeit in keinster Weise. Und wie würden wir in einem langsamen Wechsel gewaltfrei dazu kommen, dass die Bonzen aufhören, die Sachen für sich zu behalten? Also wie werden wir sie überzeugen, gewaltfrei das aufzugeben? Also es sind ja verschiedene Stufen, die sozusagen in diesem System erreicht werden. Am Anfang ist es erstmal, dass Menschen sich finden, die anfangen, sozusagen diese Utopie haben zu wollen. Und das Erste ist tatsächlich ein ganz primitiver Schritt. Wir kaufen diese Sachen einfach ab, weil die Bonzen oder wer auch immer im Endeffekt aktuell über diese Ressourcen verfügt, die haben ja meistens kein Interesse an den Ressourcen, sondern im Moment immer noch an Geld. Das heißt, ein Großteil von diesen Sachen kann man sehr friedlich abkaufen, vorausgesetzt, die Gruppe ist groß genug und ist auch in der Lage, letztlich diese Gelder dann mitzubringen, also dann wahrscheinlich noch nicht in Credere, weil die Währung noch nicht so weit akzeptiert wird, aber je akzeptierter Credere wiederum würde. Das heißt, wenn wir zum Beispiel anfangen, einen Teil des Arbeitseinkommens durch Credere zu ersetzen und weniger zu arbeiten sogar, also parallel, ich hatte vorhin noch nicht ganz, dieser Anstieg von 100 auf 1000 wächst sozusagen mit der Akzeptanz in einer Region oder einem Land. Das heißt, wir fangen mit den 100 an und wenn in Deutschland zum Beispiel 50% der Menschen sagen, wir machen bei diesem System mit, wir akzeptieren diese Komplementärwährung, dann würde bei 50% wären wir bei 600 Credere. Also weil mit jeweils 10% Schritt geht es um 100 höher und bei 90% der Menschen, die sagen, okay, ich stehe dahinter, ich bin bereit, diese Währung zu akzeptieren, sowohl für Zahlungen als auch für Einkommen, würden wir auf diesen Maximalbetrag kommen. Aber das sozusagen bloß am Rande, dann wäre Credere bereits so mächtig und wichtig, dass zumindest Unternehmen, die heute auf Umsatz angewiesen sind, an Credere nicht vorbeikommen. Das heißt, wir kriegen da schon mal eine gewisse andere Öffnung rein, sobald Unternehmen die Notwendigkeit verspüren, damit sie ihre Aktionäre zufriedenstellen, auch Umsatz mit Credere zu machen, haben wir da schon mal einen ziemlich großen Fuß in der Tür. Und dann hast du nämlich den Effekt, dass dieses Geld irgendwann auch als Dividenden an die Eigentümer dieser Konzerne gehen muss. Das heißt, du hast sozusagen einen schleichenden Effekt, wie sich Credere nach und nach in diese Vermögensschicht reinfrisst und dort an den Vermögen anfängt zu knabbern. Das ist so ein systemischer Ansatz, zu sagen, dass. Und wie gesagt, das andere, also das Gewaltfreie, ist einfach abkaufen. Und zwar nicht mit Zwangsaneignung, sondern einfach zu sagen, okay, wir gucken mal, wie viel du willst. Und der Vorteil ist, dadurch, dass ja trotzdem noch eine gewisse Konkurrenz ist, also vielleicht für sehr spezielle Bodenschätze wird es schwierig, aber für Grund und Boden, was ja auch Wohnimmobilien und sowas sind ja auch sehr, sehr stark dieses Eigentumsthema, was ja auch eine Ressource darstellt, um an Geld zu kommen, die kann man tatsächlich Stück für Stück anknabbern und sozusagen umführen. Auf meine Vorstellung, wie dann dieses Gelände zum Beispiel verteilt wird, was dann auch alle anderen Bodenschätze und Ressourcen betrifft, sind Allmendestrukturen. Das heißt, diese Organisation, wie dann diese Ressourcen später verwaltet werden, nachdem sie so friedlich wie möglich überführt wurden, eben dann in dem Kollektiv, was auch immer dort diese Region aktiv ist und sich diesem Schutz und der Verwaltung und der Erhaltung dieser Ressource dann widmet. Also bei Wald ist es, da kann man eine Kombination machen, da kann man auch Teile eben wieder nutzen. Bei anderen Bodenschätzen ist es vielleicht sinnvoll, wie eben Öl und Kohle, sie einfach drin zu lassen und sie gar nicht zu nutzen.
Und bei anderen müssen wir sehen, ob wir Ersatz haben oder ob wir die Metalle oder sowas aus dem Boden einfach dann noch brauchen, um bestimmte technologischen Entwicklungen zu unterstützen. Aber Technologie ist niemals die Lösung. Deswegen müssen wir sehen, wie wir da weiterkommen. Ist das soweit okay oder willst du noch eine Antwort? Okay. Da war noch. Ja, ich hatte noch mal eine Frage, aber das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet. Und zwar, wie denn so ein Wechsel in so eine Utopie, aussehen kann. Ob das schlagartig passieren sollte oder ob man eben langsam eine Gruppe fängt an damit und es werden immer mehr, bis es halt irgendwann eine Reichweite erreicht hat, wo man dann wirklich einen Staat bilden kann, sage ich jetzt mal. Aber wie jetzt aus einem bestehenden System am besten dann eben so ein Wechsel stattfinden kann. Genau, für mich ist dieser fließende Übergang. Ich habe eine Abneigung gegen Revolutionen, weil aus meiner Perspektive, ich kritisiere ja das Herrschaftssystem oder die Herrschaft als Mechanismus, und aus meiner Sicht hat keine Revolution dieses Problem wirklich gelöst, sondern sie haben im Endeffekt die Herrschaft ausgetauscht. Und dass wir darin mitgespielt haben, also dass wir eben Demokratie akzeptieren, das als Herrschaftssystem, das ist halt für mich so ein bisschen die Tragik der Aufklärung, dass sie dieses Ding aus der feudalen Zeit Herrschaftssystem mitgeschleppt haben. Und deswegen, aber eben Revolutionen ändern aus meiner Sicht nicht die Welt, sie schaffen nur Tote. Und deswegen ist es für mich ein fließender Übergang wichtig. Und ich komme sehr stark eben aus der Zins- und Geldkritik-Ecke, weswegen für mich der Baustein des Gleichgewichtsgeldes. Geld wird aus dem Nichts geschaffen heute. Und das ist sozusagen die billigste Ressource, mit der wir anfangen können und mit der wir am meisten bewegen können. Weil Geld regiert die Welt, ist ja nicht umsonst ein sehr praktikabler Sinnspruch. Die Frage ist halt nur, wie wir eben Geld in Bewegung kommen, dass dieses Geld dann tatsächlich auch bereit ist, diese Welt umzuformen. Aber das geht eben nur durch die Menschen. Also natürlich, Geld alleine kann das nicht machen. Und dieser Übergang, ich habe ja gesagt, hier steckt ein freiwilliges Grundeinkommen drin. Die Freiwilligkeit basiert darauf, dass eben nicht garantiert ist, dass du von diesem Grundeinkommen leben kannst, weil es natürlich, die Währung selber wird freiwillig angenommen und sie ist am Anfang mit Sicherheit nicht hoch genug, um eine Mietzahlung, so sie überhaupt akzeptiert wird, anzubekommen und vor allen Dingen auch bei den verschiedenen Geschäften nicht einkaufen zu gehen. Das wird erst dann, wenn eine relativ große Zahl, ich spinne mal jetzt einfach, wenn meinetwegen 30% in Deutschland tatsächlich diese Währung nutzen sollten. Das heißt, sie haben 400 Kredere jeden Monat. Die Eurokonten sind sozusagen eh schon leer. Und wenn dann ein Edeka oder ein Aldi oder was auch immer oder irgendwelche Supermarktketten sonst noch mehr umsetzen wollen, dann müssen sie diese Währung akzeptieren. Und da haben wir dann, und ab dann wird es eigentlich richtig spannend mit der Transformation. Weil sobald eben dieses Geld in dem großen Investitionskreislauf, das heißt eben nicht mehr so von wegen, ich gehe für ein paar Euro arbeiten und bekomme noch ein paar Kredere oben drauf, gebe die wieder aus, sondern ein Unternehmen macht Umsätze mit Kredere und sagt, oh Mist, jetzt habe ich so viel Kohle, das reicht nicht mehr, um nur meine Lieferanten zu bezahlen, da habe ich immer noch was über, ich muss es an die Aktionäre weitergeben. Und da ist, glaube ich, das wäre der Kipppunkt, der aber eben keine Ahnung, wie weit er in der Zukunft liegt, ab dem dann wahrscheinlich die restliche Änderung relativ schnell gehen würde. Aber der lange Weg ist eben dieser Übergang, sichtbar zu werden, Menschen zu überzeugen, dass das erstmal ein relativ einfacher Einstieg in das Grundeinkommen-Thema ist. Und für mich ist das Grundeinkommensthema ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wieder umgekehrt, ich habe zwar eben von Konsum gesprochen und mehr Konsum durch die Komplementärwährung und gleichzeitig das Thema, dass wir unseren Ressourcenbedarf dringend und schnell runterbringen müssen, ist für mich nämlich, ich will das Grundeinkommen nicht haben, damit die Menschen versorgt sind, sondern damit sie aufhören zu arbeiten. Das ist nämlich für mich der Hauptknackpunkt. Die größte Ressourcenverschwendung, die wir heute betreiben, ist Erwerbsarbeit. Weil erstmal ein Großteil davon ist reine Zeitverschwendung, weil es einfach nur, wir sind mit Verwaltung und irgendwelchen Fremdbestimmungen und irgendwelchen anderen Käse beschäftigt. Aber das größte Problem ist noch, dass viele Menschen damit beschäftigt sind, Dinge herzustellen, die theoretisch direkt für die Mülltonne produziert werden. Oder vorhin, wir hatten das mit dem Telematikinfrastruktur, die von vornherein für einen Betrieb von 5 Jahren ausgelegt ist und danach für die Mülltonne ist. Also allein, dass es solche Konzepte gibt und dass Menschen damit belästigt und beschäftigt werden, nur weil sie ein Einkommen brauchen, Ressourcen umzuwälzen. Und deswegen für mich ist das Grundeinkommen immens wichtig zu sagen, hören wir doch endlich mal auf zu arbeiten und gucken mal, was wir tatsächlich brauchen. Also ja, das sind so für mich die wichtigen Hebel, warum aus dem Geldsystem, damit wir im Endeffekt in der Realität tatsächlich
deutlich weniger machen. Wir müssen nicht ins Tun kommen, sondern müssen an ganz, ganz vielen Stellen vor allen Dingen erstmal mit dem Tun aufhören. Aufhören, hin und her zu fahren, aufhören, im Endeffekt durch die Gegend zu fliegen, einfach mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, sich miteinander zu unterhalten und dann mal gucken, was für Bedürfnisse wir ohne großen materiellen Aufwand viel leichter gestemmt bekommen als, ja, also das ist sozusagen ein bisschen meine Gedanken dahinter. Ja. Noch jemand? Test, Test. Ah, okay. Wie würdest du denn durchsetzen, dass Kreditgeldschöpfung nicht stattfindet? Weil ich kann ja als jemand, der Geld hat, einfach sagen, nächsten Monat will ich 110% davon zurück. Moment, du hast jetzt gerade von Zins gesprochen, oder? Ja. Okay. Also zwei Mechanismen. Also das erste, muss ich mich wiederholen, ich kann nichts durchsetzen und ich habe es auch nicht vor. Ich kann nur überzeugen. Und der Vorteil ist, also im Moment bin ich dabei vorzubereiten, eben dieses Gleichgewichtsgeld erstmal selber zu betreiben. Das heißt, ich habe die Kontrolle über den Server. Das heißt, die Löschung kannst du nicht umgehen. Das Geld existiert ja nur auf meinem Server, du kommst da nicht raus. Das heißt, die Löschung findet sowieso statt. Und dann ist die Frage, warum sollte jemand akzeptieren, 10% mehr zahlen zu müssen? Weil er weiß im Endeffekt an der Stelle sehr genau, dir läuft die Zeit weg, nicht unbedingt dem anderen. Das heißt, wenn du jetzt 10 Monate wartest, dann sind die 10% weg. Also deswegen, also das ist sozusagen für mich der Gedanke, die Verhandlungsmacht ändert sich. Derjenige, der Geld braucht, ist dann etwas weniger angewiesen auf das Geld, weil er bekommt ja dann hoffentlich nach und nach immer mehr von diesem Grundeinkommenselement. Und das heißt, es gibt eventuell viele Menschen, die Credere übrig haben. Ich hoffe natürlich, dass du mit Credere was anfangen kannst. Für den Euro kann ich es nicht verändern. Für den Euro gelten die bestehenden Regelungen und die bestehenden Regelungen existieren solange der Staat stark genug ist, sie durchzusetzen. Solange genug Menschen bereit sind, ihm dabei zu helfen, dass das funktioniert, da kann ich nichts ändern. Aber alles, was ich sozusagen in den Credere-Kreis reinziehen kann, da ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht funktionieren wird, deine 10% einzufordern. Okay? Ja, das Konzept wäre ja quasi irgendwo eine Parallelgesellschaft, die sich da entwickelt. Das Problem dabei ist dann so ein bisschen, es gibt dann halt noch die aktuelle Gesellschaft und also so für Ressourcenverteilung kann ich mir schon vorstellen, dass das einigermaßen funktioniert, aber dass jetzt zum Beispiel, wenn ich in diesem System teilnehme, quasi der Staat, also die aktuelle Gesellschaft, sagt, ja, ich enteigne jetzt dein Haus, um da Kohle zu baggern oder was auch immer. Da fehlt ja dann noch der Schutz vor diesem noch existierenden Staat. Ja, das wird ein Übergangsproblem sein, sowieso, was ich letztlich eben auch wiederum nicht lösen kann. Ich kann nur meine Gedanken dort äußern. Also, dass der Staat jetzt nur das eine Haus wegnimmt, um dann noch ein bisschen Kohle abzubauen, ist fast noch das geringste Problem, weil die Frage ist tatsächlich, ich hatte ja vorhin ein bisschen Einstieg gemacht, es gibt noch ein, also wenn sich tatsächlich eine Organisation bildet und ich denke mal, wenn ich den Server betreibe, mit dem das Gleichgewichtsgeld ist und diese ganze Ideologie ja letztlich irgendwo, ich verstecke mich ja damit nicht, sondern ich erzähle sie euch ja gerade. Das heißt, die Frage ist, ob der Staat nicht sehr viel repressiver auf diese Parallelgesellschaft, ich würde es noch nicht mal parallel, weil das klingt immer so nebeneinander, aber eigentlich ist für mich das Ziel ja der Durchdringung. Das heißt, es ist zumindest nicht räumlich separat angreifbar. Das heißt, sozusagen die militärische Option ist an der Stelle im Vergleich zu Rojava zum Beispiel dann nicht zu ziehen, weil es einfach in der Gesellschaft entsteht und in der Gesellschaft von Anfang an eingebettet bleiben soll und eingebettet ist. Das heißt, nicht separieren, nicht loslösen aus der bestehenden Gesellschaft, sondern im Gegenteil, in der bestehenden Gesellschaft diese mentale Veränderung jeden auch erleben lassen, selbst wenn er noch nicht Teil dieser Veränderung ist. Weil nur dann kann man die nächsten, echt, du arbeitest nur noch 3 Tage die Woche, wie funktioniert denn das bei dir? Naja, ich habe das und das gemacht und habe da ein bisschen geändert und wir haben da schon irgendwie 3 Häuser sozusagen aufgekauft, auf der dieses ganze Kapitalumlaufzeug raus ist, sondern wir erhalten die Häuser jetzt einfach nur noch und investieren nur noch das, damit die Häuser halt gut funktionieren.
also erhalten das, was wir nutzen wollen. Und dieses Übergangsproblem, die Frage ist, wie wir es schaffen, Strategien zu entwickeln, die nicht gewalttätig sind auf der einen Seite, aber gleichzeitig gegen staatliche Gewalt funktionieren. Das wird bei dem Haus vielleicht nicht so stark helfen, aber zum Beispiel diese Mechanismen, die jetzt von, ich glaube, Ende Gelände ist es, ne, die sich auf den Straßen festgeklebt haben, oder jedenfalls eine von diesen radikaleren Klimagruppen. Und die Frage ist, ist das Gewalt, wenn man sich auf der Straße festklebt? In einer gewissen Definition natürlich, weil ich zwinge damit andere, dass sie nicht mehr so fortfahren können, wie sie das bisher tun. Aber dieses ethische Grundsystem dieser reziproken Freiheit heißt ja umgekehrt, beinhaltet auch, niemand ist erlaubt, Gewalt anzuwenden. Und das ist jetzt die Frage, wie ich das dann handhabe. Natürlich ist, wenn eine Polizei dein Haus räumt, ist das genauso Gewalt. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, wie wir dieses Haus schützen. Ich kann nur dazu aufrufen, Methoden und Mechanismen zu finden, so schnell wie möglich und so breit wie möglich, dass wir uns möglichst gewaltsam gegen solche Methoden dann schützen. Eventuell auch einfach sozusagen, indem wir den Rechtsstaat als Rechtsstaat immer noch benutzen, weil man kann ja das auch teilweise gegen ihn benutzen und zu sagen, und ihn so lange mit Klagen zu blockieren, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten oder auch einfach Anwälte haben. Auch Anwälte sind Menschen, die sich von Utopien überzeugen lassen können und sagen, also ich wirke da mit und mache keine irgendwie richtig teuren Rechnungen, sondern sage, ich unterstütze das, indem ich einfach auch meine Arbeitszeit damit reingehe. Also es wird ganz, ganz viele Wege geben und ich möchte auf keinen Fall sagen, das wird der Weg, weil genau das wäre der Fehler. Ich möchte eben in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der ganz viel auch nebeneinander existiert, solange es im Endeffekt keine Gewaltanwendung gibt, um zwingend an einer bestimmten Sorte von umgangsweise mitwirken zu müssen. Also deswegen, wie gesagt, ich kann das Haus nicht schützen, nicht sicher, aber ich hoffe, dass es genug Menschen geben wird, die Ideen haben, wie das funktioniert. Okay? Ich weiß, das ist schwierig, vor allen Dingen Schutz funktioniert einfach nicht. Weil Schutz braucht immer Gewalt und das ist genau der Punkt, den ich loswerden möchte. Und ich würde nicht mal sagen, es ist der schwächste Punkt, weil ja, Schutz ist nicht garantiert, aber Gewalt ist, also meine Grundhaltung ist, Gewalt ist geächtet. Das heißt, keine Gewalt. Und jeder, der Gewalt anwendet, hat sich dafür zu verantworten und im Zweifelsfall vor jedem Menschen. Und das ist sozusagen dann nochmal der Hebel, der etwas größer wird, weil so wie ich keinem Menschen vorgebe, was er tut oder was er nicht tut, heißt es, wenn wir letztlich in einer regelfreien Gesellschaft, also in einer gesetzesfreien Gesellschaft leben, die nicht mehr von oben durchgesetzt werden kann, heißt das, dass diese Freiheit, die wir tatsächlich haben, auch wenn wir unverantwortlich handeln, ich habe sehr oft von unverantwortlichem Handeln gesprochen, das ist ein ganz normaler Vorgang, weil wir das, was wir tun, am Ende nicht in Ordnung bringen können. Und wir müssen mit den Konsequenzen leben. Die Konsequenzen können aber sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie die Menschen auf uns dann reagieren. Und deswegen, ich möchte keine Gefahren heraufbeschwören, um Gottes Willen, aber wir Menschen haben sehr, sehr viele Handlungsmöglichkeiten und man sollte das nicht unterschätzen, mit was man sich anlegt, wenn man einen freien Menschen trifft. Ja. Okay, noch? Eine der wesentlichen Voraussetzungen, die ich sehe, die ein Geld erfüllen muss, damit es in einer sozialen Gemeinschaft funktioniert und für die Wirtschaft, also das Wirtschaften auch geht, also sowohl im Privaten als insgesamt, ist, dass das Geld stabil ist. Na, ich finde schon die Inflation, die wir haben, ein bisschen fragwürdig. Das Geld, was du da vorschlägst, hat eine eingebaute Inflation von 12%. Ich sehe da keine Stabilität. Wie soll man da planen können? Insbesondere, wenn es dann als Parallelgeld sein soll, wer möchte das haben, bitteschön? Wie soll da ein Wert, eine Wertstabilität irgendwo aufkommen? Ich sehe das nicht. Genau, die Wertstabilitätsfrage. Ich möchte da mal die Begriffe ein bisschen sortieren, weil Inflation ist im Endeffekt die Entwertung der Kaufkraft. Die Löschung des Geldes ist nicht der gleiche Mechanismus wie das, also
bei der Löschung ist das Geld tatsächlich physisch weg, aber der Euro oder der Credere, mit dem du einkaufen gehst, hat immer noch die gleiche Kaufkraft. Das heißt, die Kaufkraft ändert sich durch die Löschung formal erstmal nicht. Die ändert sich nur, wenn andere einen Grund haben, die Preise anzuheben. Und das ist im Endeffekt der Mechanismus. Wir haben heute eben ein Geldsystem, wo die Geldmenge mit 4,5% Wachstum betrieben wird, damit diese 2% Inflationsgröße erreicht werden und wo es im Moment gerade aus dem Ruder läuft, wo man im Endeffekt die Geldmengensteuerung nicht im Griff hat. Das heißt, dieses Thema der Geldmengensteuerung ist bei mir ja sehr klar. Das heißt, pro Person gibt es 100.000 Kredere, Geldeinheiten, mehr gibt es einfach nicht. Nie, zu keinem Zeitpunkt. Also außer es sind gerade 10 Millionen gestorben, dann dauert es eine Weile, bis deren 100.000 irgendwie wieder gelöscht werden. Aber solange letztlich die Anzahl der Menschen kontant bleibt, pro Person gibt es 100.000 Euro, nicht mehr. Das heißt, wir haben noch einmal in Kredere-Geldsystemen letztlich dann eine Geldverdoppelung gegenüber jetzt und dann ist Schluss. Das heißt, die Geldmenge selber verändert sich dann nicht mehr. Die Frage ist halt jetzt, führt eine Geldmengenverdopplung nochmal zu einer Halbierung der Kaufkraft? Das kommt drauf an. Und zwar je nachdem. Die Mechanismen, wie letztlich eine Geldmengenänderung sich auf die Preise durchschlägt, ist je gut sehr, sehr unterschiedlich und je nach Konkurrenzsituation auf den Märkten. Deswegen haben wir bei den Immobilien, sehen wir diese Preisanstiege extrem, weil dort natürlich die Angebote viel knapper sind als das nachfragende Geld, während umgekehrt im Supermarkt, auch wenn da jetzt endlich die Preise sichtbar steigen, weil, also natürlich finde ich Inflation nicht gut, aber ich finde es gut, dass den Leuten endlich gezeigt wird an der Kasse, wie viel Geld ihnen schon letztlich genommen wurde. Weil ich komme, wie gesagt, aus der Geldkritik oder aus der Zins- und Geldkritik-Ecke und ich sehe ja, dass die Geldmenge angehoben wurde und ich weiß, dass die wenigsten Menschen sich damit beschäftigen und sich diese Zahlen angucken. Aber das heißt, wenn die Geldmenge bereits verdoppelt wurde, sozusagen in einem vorigen Zeitraum und die Menschen am Supermarkt immer noch nur 3 oder 4% mehr gezahlt haben, dann haben sie nicht verstanden, dass alles Geld, was auf ihrem Konto liegt und warum sie sich das Immobilien eben nicht leisten können, weil die Kaufkraft schon längst halbiert ist. Sie ist nur noch nicht in den Preisen spürbar. Aber das ist im Endeffekt eine Problematik, wie heute diese Zahlen ermittelt werden. Und wie gesagt, also dadurch ist es, diese Löschung ist keine Inflation. Diese Löschung ist eine Löschung und dann wird es wieder neu erzeugt. Aber es bleibt bei einer stabilen Geldmenge. Und deswegen, genau, stell mal die Frage dazu. Nochmal bitte. Ob ich das jetzt mache, indem ich 12, darf ich mal? Ich meine, bei der Konstruktion, das Geld, was ich auf meinem Konto habe, das verliert an Wert. An Kaufkraft, genau. An Kaufkraft, von mir aus. Das verliert an Kaufkraft. Ob ich den Kaufkraftverlust jetzt dadurch habe, dass die Preise steigen oder dadurch, dass ich weniger Geld habe über die Zeit, macht doch überhaupt keinen Unterschied. Ist doch genau dieselbe Nummer. Nein. Mit dem einen miesen Punkt auch noch, was machst du mit Konten im Minus? Es gibt keine Konten im Minus. Wo soll das Minus herkommen? Das heißt, ich kann mir jetzt auch nicht 5 Mark von einem Kumpel leihen. Also wenn er sie hat, also du kannst sie dir heute auch nur leihen, wenn er sie hat. Das heißt, das ist richtig. Aber dann stehe ich bei ihm mit 5 Euro in der Kreide. Dann habe ich bei ihm 5 Miese. Ja. Also du kannst dich natürlich auch in Kredere verschulden. Du kannst jemand anderem ein Zahlungsversprechen geben in die Zukunft, was du dann zu erfüllen hast. Du kannst aber nicht im Endeffekt Kredite aufnehmen und die Geldmenge dabei erhöhen. Du kannst dich verschulden, aber du kannst im Endeffekt, so wie es heute von Privat zu Privat auch schon ist, du kannst nur das Geld weitergeben. Werden meine Schulden dann auch 12% pro Jahr kleiner? Nein, die Schulden existieren ja im Endeffekt nicht in diesem System. Die existieren ja nur auf deinen vertraglichen Vereinbarungen. Dein Kreditvertrag, den du heute mit der Bank hast, existiert ja auch gegebenenfalls nicht auf einem Konto, wo ein Minus steht, sondern du hast einen Vertrag mit der Bank, wo du dann halt immer wieder Geld reinzahlst. Die Folge davon ist, keiner will dieses Geld selber behalten, sondern möchte es am liebsten an jemanden verleihen, weil die, genau. Ich das ist das Ziel. Das ja, ist die Notwendigkeit. Ich sehe nicht, dass das als Geld sinnvoll stabil funktionieren könnte. Okay. Also. Ich hätte auch nochmal eine Anmerkung, geht in dieselbe Richtung eigentlich wie jetzt der Vorredner. Wenn ich jetzt, ich sage mal, am Ende vom Monat, ich habe 100 Kredere übrig von meinem Budget, dann bin ich ja jetzt eigentlich, weil ich weiß, am Ende vom Monat
nimmst du mir, na gut, jetzt, was haben wir gesagt, 10% weg? 1%. Oder 1% weg. Aber meine Motivation ist ja dann, ich will dieses Geld nicht halten, ich will irgendwas damit machen. Ich will es eigentlich eher loswerden. Also ich kaufe mir dann vielleicht nochmal ein paar Schuhe, die brauche ich nicht unbedingt, aber bevor ich das Geld halte und es wird weniger wert, führt sowas nicht zur Verschwendung? Ja, wenn man diese Stichtagseffekte drin lässt. Ich habe im Endeffekt die Darstellung nur deswegen so gewählt, damit es einfacher verständlich ist. 1% im Monat kann jeder. In Wirklichkeit werden aber sowohl die Schöpfung als auch die Löschung sozusagen im täglichen Rhythmus. Das heißt, du hast 1/30% von deinem Kontoguthaben, was jeden Tag verschwindet. Und ob du dich deswegen jetzt versuchst, sobald du jeden Tag deine, 3,30 € oder sowas, die du sozusagen am Anfang von den 100 Kredere dann jeden Tag bekommst, ob du dann jeden Tag versuchst, diese 3,33 € loszuwerden, damit du im Endeffekt die 2 Cent, die dann heute Nacht wieder gelöscht werden, irgendwie. Also die Stichtagseffekte klein zu halten, ist natürlich das Ziel. Das heißt, das ist einfach ein fortlaufender Prozess. Das wird diese monatlichen oder jährlichen Stichtage nicht geben. Und dass es erstmal dann den Anreiz gibt, das möglichst schnell auszugeben, ja, das ist klar. Aber deswegen ist das indirekte Ziel letztlich auch damit, dass die Leute weniger arbeiten und dadurch eigentlich diesen Konsum runterfahren und sagen, ein großes Ziel mit dem Geldsystem ist, den Menschen verständlich zu machen, wie wertlos Geld ist, ganz ernsthaft. Weil letztlich der Umgang miteinander oder mit uns sollte nicht von Geld geprägt sein. Das Kredere ist für mich primär eine Übergangstechnologie. Ich weiß nicht, ob wir je wieder in einer geldfreien Gesellschaft ankommen werden. Wünschenswert wäre es, auf jeden Fall, weil es ist ein falscher Prioritätensetzer, wenn wir uns nach Geld orientieren. Es kann aber auch sein, dass wir irgendwie das als Ressourcenmaßstab dann auch danach weiter behalten, wenn wir gelernt haben, wieder ohne Geldrechnung im Kopf miteinander umzugehen. Aber das, ja, also es wird unnötigen Konsum teilweise befeuern können, aber der große Hebel ist im Endeffekt, die Leute sollen aufhören zu produzieren. Ja, nochmal. Also ich finde Geld eine tolle, freie Sache, weil es erleichtert Handeln und Austausch von Gütern zwischen Menschen hervorragend. Das Problem und die negativen Folgen, die man von Geld hat, liegen eher daran, was man mit Geld machen kann. Ich meine, Menschen kaufen haben wir seit einer Weile verboten. Dass man Grund und Boden kaufen kann, ist noch erlaubt, würde ich halt anders handhaben, den Übergang der Verfügungsgewalt über Grund und Boden, über Häuser, sollte man nicht über Geld machen, weil es ist scheiße, sorgt zu Problemen. Genauso Betriebe, Fabriken kaufen, verkaufen ist problematisch. Heutzutage laufen die Leute sogar rum und sagen, man könnte Geld kaufen und verkaufen, was ein bisschen sehr absurd ist. Ich meine, Geld kann man wechseln und tauschen, ja. Aber Geld kaufen macht keinen Sinn in meinen Augen. Wenn man diese Sache nicht machen würde, dann hätte man mit dem Geld deutlich weniger Probleme. Eine Sache finde ich schön bei dir, du hast drin, dass Geld schrumpfen kann, dass Geld verschwinden kann, dass die Geldmenge sich anpassen kann, aber in meinen Augen sollte das eher danach laufen, wie die Wirtschaft sich im Wesentlichen entwickelt. Wenn Geld gebraucht wird, muss Geld geschöpft werden. Wenn Wirtschaft tendenziell schrumpft, sollte Geld auch schrumpfen und verschwinden können. Aber ich glaube nicht, dass der richtige Punkt für das Schrumpfen das Barvermögen oder Konto von Einzelnen ist. Zumal, ich meine, stell dir vor, du hast einen Betrieb. In dem Betrieb brauchst du Risikorücklagen. Wer will Risikorücklagen haben, die um 12% pro Jahr schrumpfen? Das verhält sich genauso, als hätte man 12% Inflation. Das ist keine gute Idee in meinen Augen. Okay, ich schließe das jetzt dann aber langsam damit ab, weil ich will jetzt nicht den nächsten Leuten die Zeit wegnehmen. Ich bin im Anschluss auch gleich noch da. Wer jetzt noch dann irgendwie Sachen loswerden möchte und einfach sich noch mit mir austauschen möchte. Also ich denke, wir kommen da bei der Vorstellung, wie Geld funktioniert und an welchen Stellschrauben am sinnvollsten und am einfachsten vor allen Dingen zu drehen ist. Natürlich könnte man versuchen, im bestehenden Geldsystem irgendwie ein paar Bausteine rauszunehmen, die zu verbieten und dann zu versuchen zu kontrollieren. Ich denke, das geht schief. Ich denke, ein Geldsystem, das
letztlich von Menschen dahingehend manipuliert werden kann, dass einzelne Vorteile von der Geldschöpfung bekommen, weil es nur privilegiert vergeben wird und nicht sozusagen über alle Köpfe stattfindet, eben, dass jeder den gleichen Erfolg damit hat oder den gleichen Zuordnung hat, so wie dann eben über das Grundeinkommen, wirst du eigentlich diesem Antrieb immer hinterherlaufen. Und das ist das Problem, was sich aus meiner Sicht einfach nicht in dem bestehenden Geldsystem lösen lässt, wenn wir nicht sagen, die Menschen sollen es direkt bekommen und die Menschen sollen darüber entscheiden, was damit gemacht wird. Interessant ist wieder die Formulierung, Geld wird benötigt. Nee. Also alles, was ich brauche, um irgendetwas zu tun, ist das Geld das Irrelevanteste. Das brauche ich nur, weil ich sonst an die Sachen, die ich zum Überleben brauche, nicht komme. Oder irgendwelche Ressourcen halt nicht zur Verfügung gestellt bekomme. Aber eigentlich, um ein Haus zu bauen, brauche ich Steine, brauche ich Beton, brauche ich alles Mögliche. Aber ich brauche keinen einzigen Geldschein, der in dem Haus nachher steckt. Ich brauche den Geldschein nur, um an die Ressourcen, die ich eigentlich brauche, zu kommen. Das heißt, Geld ist ein Kommunikationsmittel. Und deswegen sollte es in der Wertigkeit, welche Rolle es in unserer Gesellschaft spielt, drastisch sinken. Und deswegen, also wenn Credere die Wahrnehmung erhöht, dass Geld sinnlos und wertlos ist, umso besser, aber natürlich trotzdem benutzen, damit wir diesen Wandel hinbekommen. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auch für eure Diskussion. Wer sich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen will, findet auf meiner Webseite auch eine Open Access Version von dem Buch. Ihr könnt es auch erwerben, wenn ihr lieber in Papier lesen möchtet. Und meine E-Mail-Adresse steht auch drauf. Also gerne weiter Austausch, weil, wie gesagt, das ist etwas, was nicht ich machen kann. Ich bin nur eine Person, aber auf der Welt leben bald 8 Milliarden Menschen und wir brauchen eine gemeinsame Utopie, in der alle irgendwie einen Platz haben. Nicht jeder muss an jeder Stelle leben wollen, aber wir brauchen eine gemeinsame Basis, wie wir unsere verschiedenen Utopien miteinander verknüpfen können. Also vielen Dank und viel Spaß noch heute.